Hallo mein Lieben, heute ist wieder Kalenderöffnungszeit und heute machen wir den 18. Dezember auf und es ist gar nicht so lange hin bis Weihnachten. Ich kann mich immer nur wiederholen. Also es wird immer leerer hier hinter mir und ich bin total gespannt, was Weihnachten so alles passiert. Und ja, ich bin richtig gespannt drauf, wie das Essen wird, wie die Bescherung wird und so. Ich werde euch auch ein Video machen oder zwei, je nachdem. Vielleicht mache ich auch was getrennt. Das heißt, ich mache ein Video über Geschenke. Zeigt sie euch dann und dann mache ich ein Video über einen Vlog, was ich an Weihnachten gemacht habe. Und ja, da wird bestimmt viel zu erzählen sein, weil ich auch an dem Tag am Heiligabend noch ein bisschen arbeiten muss im Heim. Und dann kann ich euch natürlich auch erzählen, was ich da so alles gemacht habe. Und ja, so, jetzt machen wir das Türchen Nummer 18 auf und dann sehen wir uns nachher wieder. So, ich habe Türchen Nummer 18 geöffnet und heraus kommt nochmal ein Trio von Lidschatten. Und das ist einmal die Farben, wollte ich jetzt eigentlich sagen. Das sind so zwei grünliche Töne, ein helles und ein dunkles. Und das obere müsste so auch so ein Braun sein. Mit so kleine Partikelchen. Ich werde euch die mal swatchen. Auf jeden Fall sind die beiden grünen. Also. So, und dann mache ich nochmal. Ich mache es nochmal verstärkt für die Kamera. Aber die sind auch eigentlich gut pigmentiert. Habe ich auch mal Glück im Leben, wa? Ich mache das jetzt nur ein bisschen verstärkt. Und ja, hier sind die Lidschatten. Da oben, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ist das Hellgrüne. Das ist das Dunkelgrüne und das ist so dieses, das muss ein Braun- oder Grauton sein. Das kann ich jetzt so schlecht in dem Kunstlicht erkennen. Aber ich finde diese Farben auch ganz gut. Diese Farbe hier ähnelt ja dem Automatic Eyeliner, den Green Garden, so ein bisschen, weil ich habe das ja gestern für euch geswatcht. Und dazu passend könnte ich ja einen Lidschatten auftragen. Natürlich nicht ganz komplett, halt nur so ein bisschen. Und dann oben drüber den Eyeliner. Und ja. Jo, so, das war nochmal ein Lidschatten. Jetzt habe ich meine Kiste leider im Ankleidezimmer. Jetzt hole ich das jetzt nicht mehr raus, aber werde ich dann wahrscheinlich jetzt gleich reintun. Ja, weil ich habe im Moment noch keine Zwischenbilanz für euch. Das werde ich ja wahrscheinlich noch die Tage noch machen. Wenn ich es schaffe, ich habe am 22. frei, dann werde ich sehr wahrscheinlich, auch wenn ich noch zwei Türen noch offen habe, dass ich die komplette Bilanz dann erzählen werde, wie ich da so meine Erfahrungen gesammelt habe und wie ihr dazu, sag mal, beziehungsweise, ich wollte jetzt was anderes sagen, wie ihr das findet, genau, wie ihr das findet, dass ich so ein Adventskalender-Videoreihe gemacht habe, über einen Monat fast.
Und ob ich es nächstes Jahr nochmal machen soll. Also ich würde es gerne nochmal nächstes Jahr machen, aber nicht mit diesem Kalender, weil es schon zwiegespaltene Meinungen darüber gab. Ich werde dann wahrscheinlich nächstes Jahr einen Schmuckkalender mal schauen oder einen Pflegekalender, also wo Pflegeprodukte sind wie Bodylotion oder Cremes, Tagescremes oder vielleicht Pröbchen von Shampoo oder Pröbchen vom Duschgel, weiß ich jetzt nicht. Muss ich mich dann überraschen lassen, falls ich mich dazu entscheide. Aber ich fand sowas total interessant für diejenigen, die nicht so auf Schokolade stehen oder die überhaupt, die zwar Schokolade mögen, aber selber keinen Kalender wollen über Schokolade, sondern in so einer Form, finde ich schon total interessant. Weil ich hatte früher mal gerne Schokolade gegessen, aber mittlerweile mag ich das nicht mehr ganz so viel. Durch meine Abnehmerei ist das sowieso nicht mehr, sorry, nicht mehr in meinem Lebensmittelliste, sage ich jetzt mal, weil ich kaufe nicht mehr so oft Schokolade. Ich kriege zwar Schokolade geschenkt, aber so oft essen tue ich die nicht. Da teile ich lieber mit meinen Eltern. Und ja, dafür habe ich auch andere Leckereien, sei es Paprika, also Gemüse esse ich abends auch mal. Ich esse auch mal trotz meiner Abnehmgeschichte auch mal Chips, aber das ist ja nicht in eine ganze Tüte voll, sondern eine Handvoll. Und ich habe mir heute wieder von Chips frisch geholt und zwar wollte ich mal probieren, Rot-Weiß-Schranke heißt das, von Chips frisch. Da esse ich mal eine Handvoll und schaue ich mal. Aber ansonsten bin ich gut dabei. Also ich habe schon insgesamt in den Monaten 8,5 Kilo verloren. Also richtig viel. Ich bin richtig, richtig stolz darauf und ich hoffe, dass ich noch weiter abnehmen kann. Ich wünsche mir ein Gewicht von mindestens 52, 53 Kilo. Vielleicht werde es auf 50 Kilo, aber ich habe dann Angst, wenn ich 50 Kilo wiege, dass ich dann aussehe wie eine Gerippe. Aber ich will jetzt keine Mädels vorverurteilen, die halt dünn sind. Ich hoffe, dass ihr das nicht böse aufgefasst habt. Ja, gut, meine Lieben, jetzt werde ich mich mal wieder ransetzen am Computer und ein bisschen gucken, was ich da so fabriziert habe, sage ich jetzt mal, dass ich es kontrolliere oder schon jetzt kontrolliert habe. Und dann sehen wir uns am Donnerstag, weil ich ja Mittwoch nicht so viel Zeit habe, um euch das Türchen aufzumachen. Ich muss nämlich um 17 Uhr von zu Hause weg und dann werde ich abgeholt zu der Feier meines guten Freundes. Und ja, dann werde ich dann von abgeholt um 5:30 von dem Treffpunkt aus und dann schaue ich mal, was die Feier so ja bringt und ob es schön ist oder nicht. Ja, ich sag dann mal bis zum nächsten Mal und wir sehen uns spätestens Donnerstag wieder und dann Freitagnachmittag, ich habe Freitag Frühschicht, dann komme ich so gegen 2:30, 3 nach Hause, gehe noch mit dem Hund und dann werde ich dann sehr wahrscheinlich das Video drehen. Und ja, dann sage ich dann mal bis zum nächsten Mal, eure Miss Globalis. Und ich freue mich, wenn ihr weiterhin einschaltet, Däumchen gebt und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal, bis übermorgen. Ciao.